und herzlich willkommen hier bei den Slowenien Farmern mit den Boss Marian und dem Basti. Grüße. Mahlzeit. Hallo. Er hat sich nicht beschwert. Kein Kommentar. Ach ja, Grüße gehen raus an Henning. Ich hab doch vor wie gewartet. Ich wusste, dass irgendjemand jetzt was bringt dazu. Na, gleich haben wir es fertig, Marian. Jo. Oh, ich bin auch schon im zweiten Feld Weizen. Super. Ja. Es wird. Jo. Ich wo ich jetzt gerade hier bin. Ich bin halt hier. Ja. Da muss man auch mal den Mapper mal auch ein Lob hier aussprechen. Hat er schön gemacht, die Karte. Ja. Definitiv. Das stimmt. Ja. Ja. Wenn sie nochmal. Ist es? Ja. Tötige. Ja, alles gut. Nee, erzähl. Alles gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, auch wenn wir es etwas optimiert noch haben. Ja, doch, also. Das, was Marian ja letztens ja uns erzählt hatte, doch sehr erschreckend reagiert es, ne? Mhm. An einigen Stellen. Ja, die ein paar Details sind ziemlich realitätsnah, ja. Mhm. Du hattest ja auch bei uns erzählt, dass der Mapper ja selber auch bei uns Slowen ist, ne? Dass der auch aus der Region kommt. Ja, ja. Mhm. Wie gesagt, es ist schon. Also, ich schaue auf Wald, ich schaue auf Berge. Das ist schön. Mir gefällt sowas. Ja, Berge sind hier, egal in welche Richtung man guckt. Ja. Jo. Mir gefällt sowas. Ja, und dann sind wir wieder da, wo wir vorhin stehen, oder beim letzten Mal stehen geblieben sind, ne, mit dem Besuch in Slowenien oder bei dir. Ja, also. Ich freue mich drauf. Ich habe es mir ja schon so ein bisschen auf Google Maps und Google Earth und so weiter angeschaut. Oh je. ja, doch. Ja. Schöne Gegend. Boss? Ja? Ich sehe, es wird Kalk benötigt. Hast du was zum Kalken? Nein. Wir müssen in den Shop holen einen Kalker. Rufst du beim Händler an? Weil mein Slowenisch ist, ja. Okay. Dobadan und Ende. Das kann ich tun, kein Problem. Das ist schön. Kriegt das mein kleiner Schlepper hin? Wie bitte? Kriegt das der kleine Schlepper hin? Dann muss ich gucken. Nicht, dass du mir sonst was für ein Riesenteil hinstellen lässt. Keinen Bredelwagen? Nee, ich wollte nicht Traktor düngen, sondern, ja. Der Traktor soll vor den Anhänger, nicht in den Anhänger. Ah, okay. Da habe ich gerade so ein Déjà-vu. Aha. Oh ja. Mit Traktor und Anhänger. Ja. Aber das Abladen lief gut. Ja. Wie, als ob das so sein müsste. Das stimmt.
glaube, er telefoniert gerade. Okay, Olli, du kannst jetzt holen gehen. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Okay. Beim Frontlader hat der Kleine ja bestimmt nicht, oder? Bisschen groß aus. Also real kann er auch einen Frontlader haben. Oh, der hat sogar eine Vorrüstung. Ja. Ich weiß nicht, ob der sein Bein trägt. Wo ist bloß Heu? Hier. Ja, jetzt das Beinchen hin kann er ja nicht. Ja, das denke ich auch. Denke, dass wir nicht diesen der Zeta haben. Nee, ich glaub's auch nicht, weil sonst müssten wir erstmal was unterbauen. Fehlt ein bisschen. Aha. Ein bisschen zu groß. Ich denke, dieses ist für das für den Klass. Na, was passt die denn? Was bin ich? Bein vom Feldhund. Ah, okay. Ja, du musst aber noch zu Ende walzen. Ups. Ich glaube, das fürs Hühnerfleisch habe ich gesorgt auf dem Grill. Aha. Ups, Spoiler. Okay. Du hast komischerweise noch davon gerannt. Wird bestimmt dann in irgendeiner Ecke liegen. Jetzt einfach ab. Da kann ich nicht. Aber hier hinten steht schon ein bisschen Honig. Ja, und was hat das denn auch schon da? Aha. Okay. Aus dem Gewächshaus. Aha. Einen Ofenkartoffeln, Grillkartoffeln machen. Oh ja. Ofen schmeißen. Also was kennt ihr auch dann? Ja, ja. Wie macht ihr die dann auch mit Kräuterquark oder sowas? Also ja, eine Variante, ja. Hat man das mit diesem Milleram? Mhm. Damit. Du musst jetzt gleich beim nächsten Mal sprechen. Und ich versuche beim nächsten Mal heile am Feld anzukommen. Okay. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Kommentiert fleißig, was es bei euch so gibt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.